Ja, TV Halle heute mit einem Spezial von der Jobbildungs- und Gründermesse Chance 2013. Bisher haben wir uns ja mehr oder weniger nur um die Chemieberufe gekümmert. Bei mir steht jetzt Siegfried Mengel von JC Eckert aus Merseburg. Und bei Ihnen geht es mehr um Berufe, in denen Strom fließt, ne? Ja, wir sind dafür zuständig, dass der Strom fließt, egal in welcher Form. Von ganz klein bis ganz groß, also von Millivolt bis Hochvolt. Also alles, was Strom fließt, wird bei JC Eckert getätigt. Wir sind dafür da, dass zum Beispiel die Chemieindustrie läuft und funktioniert. Wir bauen dafür die Chemieanlagen, wir montieren Mess- und Regelanlagen, wir montieren Mittelspannungsanlagen und dafür suchen wir natürlich Mechatroniker. Das klingt so nach typischem Männerberuf, ist das tatsächlich so? Nein, wir nehmen natürlich auch Mädels. Es ist also nicht ein typischer Männerberuf. Ich denke mal, auch Frauen sind ja mittlerweile an technischen Berufen interessiert. Oder sehe ich das falsch, dass Frauen nicht an so einem Beruf sind? Ich denke mal, das ist so. Ja? Auch Sie haben sich dem Ausbildungsverbund AVO angeschlossen. Warum? Ja, um halt die Chance zu haben, Menschen gut auszubilden oder Auszubildende es den Leuten leicht zu machen, in einer Lehrwerkstatt die Ausbildung zu absolvieren. Und halt in diesem Ausbildungsverbund haben Sie die Chance, dass die Leute teilweise in der Lehrwerkstatt bei diesem Ausbildungsverband sind. Und auf der anderen Seite sind sie bei uns im Betrieb und lernen halt die Welt kennen. Oder diesen Beruf eigentlich in der Form, wie er bei uns nachher stattfindet, kennen. Wie groß ist denn die Nachfrage nach Ihren Berufen und welche Voraussetzungen müssen die Bewerber mitbringen? Man hört ja immer wieder, ja, die reichen nicht aus, auch schulisch. Ja, ich denke mal, das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem in Deutschland. Man muss einfach den jungen Leuten eine Chance geben und muss einfach mit denen reden. Und ich denke mal, bei uns in den Ausbildungsberufen sollten die schon in der Mathematik ein bisschen fit sein, ein bisschen physikalische Grundlagen mitbringen. Und ich denke mal, wenn sie das machen, dann ist eigentlich der Hauptgrund, um so einen Beruf zu lernen, schon gegeben. Okay, dann danke ich Ihnen für den Moment, wünsche Ihnen viel Erfolg und möglichst viele junge Leute hier am Stand. Siegfried Mengel von JC Eckert aus Merseburg. Liebe Zuschauer, wir machen weiter jetzt mit unserem PS Union Gewinnspiel Kupplung, Gas und Grips. Und Sie wissen, worum es geht. Es geht um Ihr Fahrschulwissen.